Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Nikis Nadelzauber. Wir sind in Folge Nummer 23. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und mit mir ein bisschen Zeit verbringen möchtest. Ich freue mich auch über die ganzen neuen Abonnenten, die dazugekommen sind. Über jedes einzelne liebe Kommentar und Daumen hoch. Vielen Dank dafür. Und ja, ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Bin Niki, bin 41 Jahre alt, wohne auf der schönen Seite vom Bodensee in Österreich, in Vorarlberg in Höchst und möchte dir ein bisschen mein liebstes Hobby, das Stricken und das Nähen, näher bringen, zeigen, was ich so gewerkelt habe, was ich fertiggestellt habe, was ich auch geshoppt habe. Davon ist heute nicht so viel dabei. Ja, lasst uns starten. Auch an mir geht leider das blöde Thema Corona nicht ganz vorbei. Das einzige Positive, was ich dem Ganzen abgewinnen kann, ist, dass wir viel mehr Zeit haben, uns mit unseren Lieben zu beschäftigen, dass wir aber auch viel mehr Zeit haben, um unserem Hobby nachzugehen, oder die einen mehr, die anderen weniger. Dadurch, dass ich zur Risikogruppe gehöre, darf ich ein bisschen mehr meinem Hobby frönen daheim. Eigentlich sollte ich ja gar nicht mehr arbeiten gehen, aber ich gehe trotzdem noch 2 Tage die Woche. Lass aber den Kundenkontakt komplett weg und bin nur am Telefon und am Computer. Vielleicht hilft das ja, ich weiß es nicht. Ja, und die restliche Zeit, 5 Tage die Woche, kann ich werkeln. Ja, und ich habe ordentlich etwas vorangetrieben, nichts fertig bekommen, also halt nichts Gestricktes fertig, aber es ist doch ein bisschen vorangekommen. Und zwar an meinem ältesten Projekt, was ich im Moment auf den Nadeln habe, ist ordentlich was weitergegangen. Und zwar ist das der Running Water. Der Running Water ist ein Cardigan nach Anleitung von Claudia Eisenkolb. Von Himawari Knits auf Revelry ist eine Kaufanleitung und ich habe den Cardigan zusammen mit der Annette von Synod Knits im November gestartet. Sie ist längst fertig, ich befinde mich auf dem Weg dorthin, was aber noch dauern kann. Ich stricke den aus Wolle von der Andrea von Fiber Passion. Die habe ich gekauft in Vaterstetten auf dem Wollmarkt. Und zwar ist das Merino Seide 50-50 in der Farbe Roseberry. Und beim letzten Mal habe ich euch den Ärmel in die Kamera gehalten. Der ist inzwischen fertig. Das war ja dann schon der 2. Beweis, es sind 2. Und zwar war ich dort bei dem kleinen Alpaka, was dort hängt. Hab noch die rechten Runden. Ja, man hat es ja innen gestrickt, inside out. Die rechten Runden weiter gestrickt und dann das Bündchen und auch italienisch abgekettet, wovon ich inzwischen ehrlich ein Fan bin, was mir richtig gut gefällt. Elastisch hin oder her, ob es jetzt wirklich elastischer ist, kann ich nicht behaupten, weiß ich nicht. Aber ich habe noch nichts angehabt, was das so abgekettet wurde. Aber einfach zu stricken und sieht verdammt gut aus, finde ich. Ja, und da das nicht alles ist, was dort weiter dran passiert ist, zeige ich euch noch da das Herzl. Da bin ich stehen geblieben unterm Arm und habe dann erstmal die Ärmel gestrickt. Und da sind gute 40 cm dazugekommen. Ja. Ja. Ein bisschen was fehlt noch. Also ich würde sagen, so 5-7 cm fehlen mir noch. Dann kann ich das Bündchen stricken, weil das Bündchen wird auch bloß so lang wie das beim Ärmel. Von dem her sind wir dann bei guten, ja, 10 cm, was da noch fehlt, was da noch ran muss. Na, ein bisschen mehr. 15 cm fehlt noch und dann ist er von der Länge her erst einmal fertig. Der schlimmere Teil kommt noch, und zwar die Blende. Wenn ich mich denn aufraffen kann, die Blende anzustricken, ja, wir werden sehen. Ich bin jetzt nicht gerade der Freund davon, die Aufnahmen am Rand zu machen. Obwohl, ich glaube, bei dem geht das ganz gut. Da dürfte es eigentlich weniger Probleme geben. Wir werden sehen. Ich werde berichten beim nächsten Podcast. Ja, mein Running Water von Claudia Eisenkolb. In der Farbe Roseberry. Mit Merino Seide von Andrea vom Fiber Passion. So, dann habe ich noch
zwei Projekte auf den Nadeln von Strix 6 in 2020. Das ist eine Aktion von Jenny vom Bolligen Geplauder. Sie hat dazu aufgerufen, 6 Projekte in 2020 zu stricken. Und da mache ich gerne mit, habe mir meine 6 Projekte herausgesucht, habe inzwischen auch schon wieder gewechselt. Das habe ich euch im letzten Video erzählt. Und für Januar, Februar ist das Projekt 2 gezogen worden. Das ist bei mir der Ginny Cardigan. Der Ginny Cardigan ist eine Anleitung von Andrea Murray, eine Kaufanleitung auf Ravelry. Und ich stricke den aus der Finkhof-Wolle, Merino Dünn, ursprünglich in der Farbe Grau, überfärbt von meiner lieben Steffi, von Steffis Wolle. Sie wohnt ja bei mir im Nachbarort, da ist das relativ einfach. Sie hat mir die Wolle in einem wunderschönen Aubergine-Ton überfärbt und ich stricke aus der den Ginny Cardigan. Und beim letzten Mal, wo ich ihn euch gezeigt habe, Moment, war ich kurz vor dem Bündchen, hier unten, und dieses Stück ist noch mit dazugekommen. Also es ist noch ein Stück am Körper gewachsen und dann das Bündchen. Ja, der hat ein schönes Strukturmuster. Ich hoffe, in der Kamera fällt es jetzt mehr auf, als wie es mir auffällt. Mir fällt es nämlich gerade gar nicht auf. Und jetzt fehlt dort noch die 2 Ärmel und die Blende. Für die Ärmel habe ich mir die Chiagu-Nadel, die Ärmelnadel, bestellt in 3,75. Die habe ich mir bestellt bei der Zauberwiese. Und wenn man ein bisschen schlauer gewesen wäre, dann hätte man die Versandkosten gespart und hätte noch eine zweite Nadel dazu bestellt in 4,5 für ein anderes Projekt, was ich euch noch zeige. Habe ich nicht getan, aber was soll's, ne? Ja, dann entweder muss ich wirklich im Magic Loop stricken oder ich muss nochmal bestellen. Ja, der Ginny Cardigan Körper soweit fertig, Blende fehlt noch. Da ist das gleiche Problem wie beim Running Water. Ich muss dort am Rand aufnehmen, was bei dem, glaube ich, nicht so schön sich machen lässt als bei dem Running Water. Aber wir werden sehen, ich werde berichten. Vielleicht auch erst einmal die Ärmel stricken. Ja, es ist so ein bisschen oversized gestrickt und nachher mit der Blende. Sie selber hat dort noch ein Gürtel dazu gestrickt. Ich glaube, den lasse ich weg. Ich bin nicht so der Gürtelfan. Ja, mal schauen. Wolle täte mir reichen, aber ja, wir werden sehen, ob ich dort wirklich noch dazu stricke. Ja, dann habe ich mein zweites Projekt, Strick 6 in 2020. Das war die Nummer 6 für März und April. Das ist bei mir ebenfalls ein Cardigan und zwar in der Farbe Rauchblau. Und zwar ist das Wolle von, das ist die Merino 4 Ply aus dem Hause 7 Object. Die habe ich auf dem Leipziger Wollefest gekauft und sie war auch definitiv bereits bestimmt für diesen Cardigan. Habe ich mir direkt in dieser Menge auch gleich geordert. Ja, geordert ist gut, ne, gekauft. Ich war ja da. So, da bin ich auch ein gutes Stück vorangekommen. Da habe ich euch ja beim letzten Mal noch den Kragen gezeigt. Und der Kragen ist gewachsen. Moment. Auch den kann ich bereits auf einen Bügel ziehen. Was glaube ich, ja, es ist wesentlich einfacher so zum zeigen. So, Moment. Ich gebe mir Mühe. Oder auch nicht. So. Der Whippet Cardigan von Anke Strick wird das. Ich habe die Ärmel gerade abgetrennt, noch nicht so lange. Also es ist wirklich, glaube ich, gerade ein, zwei Runden erst. Und ich finde den total schön. Jetzt schon da oben war ich beim letzten Mal. Dieser ganze Absatz ist dazugekommen. Also wie man sieht, ist doch einiges dran passiert. Ich habe beim Kunkelwochenende ja angefangen. Hier oben auf dem Arm gibt es auch noch diese nette, das nette Detail von der Kaffeebohne, genauso wie am Kragen.
Ich habe das links und rechts gemacht. Eigentlich soll ja die Kaffeebohne sein dafür, dass man dann nachher, dass das Kaffeebündchen als Knopfloch dient. Das möchte ich allerdings nicht, weil ich möchte keinen Knopf annähen müssen. Ne? Ich habe einfach auf beiden Seiten ein Kaffeebündchen gestrickt. Ja, jetzt haben wir einen Mini-Bolero, der noch wachsen möchte. Das Einzige, was ich abändern werde, und zwar am Ärmel, ist ja da das Kaffeebündchen. Und das würde genauso beim Cardigan selber, kommt jetzt unterm Arm, fängt es an, kommt immer das Kaffeebündchenmuster. Bis auf der Kragen, dort ist rechts, links und der Kragen wächst auch ein bisschen in die Breite. Da nimmt man nachher zu. Und das Gleiche tät man mit dem Muster auch am Arm weitermachen. Das werde ich nicht tun. Ich werde den Arm in glatt rechts stricken und einfach das Kaffeebündchen weiterführen. Das finde ich persönlich schöner, wenn einfach das Kaffeebündchen direkt auf dem Arm entlang läuft. Das werde ich für mich ändern. Ja, und das ist der Wippet von Anke Strick. Ebenfalls eine Kaufanleitung, die schlummert schon ganz lange bei mir und möchte gestrickt werden oder wollte immer gestrickt werden. Und jetzt endlich habe ich sie begonnen. Ja, ist so ein Seamless. Ich mag ja die Methode, wie Anke Strick das Ganze aufzieht, sehr gerne. Und zwar, sie hat dort so eine tolle Methode der Zunahmen. Da sieht man richtig hier so, die ist wie eine Naht, was aber gar keine ist. Also es ist wirklich toll. Und inzwischen komme ich mit den Zunahmen auch richtig gut zugang, sodass man kaum... Am Anfang sind dort immer bei mir Löcher aufgetaucht in den Zunahmen. Gerade, ich meine gut, hier in den Rückreihen hat sie keine, sonst hat sie bei manchen Sachen auch in den Rückreihen Zunahmen. Und die finde ich dann schon extrem schwer. Also wenn man so linke Zunahmen stricken muss aus dem Querfaden, ist nicht so ganz meine Welt. Ja. Der Wippet von Anke Strick. So. Das ist die Folge der Oberteile. Dann habe ich noch ein Projekt auf den Nadeln. Und das habe ich mir extra rausgesucht für das Kunkelwochenende, wo ich gewesen bin, Ende Februar. Das war ja, glaube ich, so das letzte Mal, dass man noch soziale Kontakte so richtig gepflegt hatte. Danach hat das ja angefangen, dass man doch eher zu Hause bleiben sollte. Ja, da war ja auch noch die Zeit, da haben wir das alle ja gar nicht mal so ernst genommen, ne? Und mein Projekt fürs Kunkelwochenende war der Weekender. Der Weekender ist eine Kaufanleitung von Andrea Mori. Und ich stricke den aus der Puna von Drops in Taupe. Man könnte auch sagen beige, hellbraun. Aber gut, in Taupe. Farbe. Und Farbe. Wolle von Drops. Die habe ich gekauft bei wollplatz.de. Und da muss ich wirklich sagen, es ist ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich kriege dort im Prinzip einen Pulli gestrickt für 30 Euro. Ja. Wenn ich mir da die Wolle vom Wippet anschaue, da bin ich halt doch bei meiner Größe mit mehr Geld dabei. Ja, da fehlen mir jetzt noch einige Fäden zum Vernähen. Ich habe zwar viele schon vernäht, aber noch nicht alle. So, wo bin ich? Wo bin ich? Wo fange ich an? So. Und zwar, ich drehe euch den gleich mal. Na. Beim letzten Mal, wo ihr den gesehen habt, da war ich noch beim Körper. Ich zeige euch ihn jetzt erst einmal auf der falschen Seite, also auf der rechten Seite. Da, wo das Seepferdchen, jetzt habe ich gerade überlegen müssen, wie es heißt. Da, wo das Seepferdchen hängt, da war ich beim letzten Mal. Habe dann noch ein Stück bis unter den Arm gestrickt. Und wie man sieht, der Körper ist fertig.
Und auch da hat man oben am Kragen das italienisch abgekettet. Und es gefällt mir richtig gut, diese italienische Abketten. So, jetzt zeige ich Ihnen nochmal auf der richtigen Seite. So wie er eigentlich gehört. Weil da wird die linke Seite außen getragen. Jetzt muss ich schauen. So. Ich muss dann noch ein paar Fäden vernähen. Ein Großteil habe ich schon vernäht, aber oben am Kragen kommt doch einiges zusammen. Ja, upsala. Der hat ein getrenntes Bündchen. Hintere ist ein bisschen länger wie vorne. Und am schönsten finde ich eigentlich diese Mittelnaht, die man im Prinzip mit einer abgehobenen Masche in der einen Runde und dann mit einer gestrickten in der anderen Runde hat. Oben ist rechts links das Bündchen und dann in der Mitte italienisch abgekettet und ein Free Needle Bind Off auf der Schulter. Ja, da fehlen jetzt noch die Ärmel. Und dann zwei Projekte, wo ich die Ärmel stricken muss, ne? Naja, vielleicht stricke ich auch erst einmal an dem die Ärmel oder am anderen und lasse den erstmal liegen. Mal schauen. Das Einzige, was ich sagen muss, ist, dass die Wolle doch um einiges fusselt, was ein bisschen nervig ist. Aber ich hoffe, das legt sich beim Waschen. Ja, das war alles Gestrickte. Ja. Ah ja, den Weekender, den stricke ich zusammen mit der Dani. Die ist, glaube ich, genauso weit wie ich. Das ist die Ilo Strickt auf Instagram. Das ist meine liebe Freundin aus dem Allgäu. Und die liebe Wiebke, die ich am Kunkelwochenende kennengelernt habe, der Dino-Käfer 75, auch auf Instagram, hat sich uns angeschlossen. Ich hoffe, sie hat endlich angeschlagen. Sonst laufen wir ihr natürlich davon. Von der Jenny vom Wolligen Geplauder weiß ich, sie strickt im Moment auch den Weekender fleißig weiter. Bin ich gespannt, wie der dann am Ende ausschaut. Ja, das war alles Strickige bei mir. Da bin ich wirklich um ein gutes Stück vorangekommen. Aber ich hatte natürlich nicht nur Zeit zum Stricken, ich hatte auch viel Zeit zum Nähen. Und ja, für den Fall, dass meine Arbeitskollegin, die schwanger in Mutterschutz jetzt inzwischen ist, vor lauter Langeweile einen Strickpodcast von mir anschaut, dann bitte jetzt abschalten, weil ich habe genäht. Und zwar habe ich einen Wickelrucksack Wiki genäht. Das ist eine freie Anleitung von DIY Eule. Und das ist ein... Ich bin da noch nicht ganz zufrieden mit meiner Lösung hier. Ein Wickelrucksack. Ja. Ich habe den aus einem Outdoor-Stoff genäht, den ich bei Snapply gekauft habe. Das ist der Outdoor-Stoff Christian. Er ist wirklich super, ganz robust, aber doch nicht so dick. Und ich habe den in drei verschiedenen Farben genäht. Das Äußere, der Außenrucksack, ich in Grau und in Oliv oder Moosgrün. Die mag die Farben. Ich habe das erste Mal mit Gummibündchen so Taschen genäht. Hat da vorne eine Tasche, hat auch da noch einmal, wenn man das jetzt mit einer Hand aufkriegt oder auch nicht. Mit einer Hand will es nicht. So, hat auch da noch mal zwei kleine Eingrifftaschen, wo man was verstauen kann. Hat eine Nickelunterlage gleich mit dabei in dem größeren Außenfach. Wenn ich es dann wieder reinkriege, was gar nicht so einfach ist. Ja, mit einer Kordel oben geschlossen. Ich habe auch das erste Mal Ösen angebracht,
was ganz gut funktioniert hat. Ich hoffe, dass das Ganze auch hält, was es verspricht. Und dass sie sich darüber freut, über ihren Rucksack. Den werden wir jetzt in der Filiale noch füllen. Und dann, sobald wir ihren Ausstand feiern können, wird sie den bekommen. Und mein Anteil war halt der Rucksack zum Nähen. Ja. Mit Trägern, dass sie ihn auch tragen könnte. Und das Allercoolste finde ich, mit einer Aufhängung für den Kinderwagen. Ja. Oben ist auch nochmal eine Tasche drin. Da ist noch ein Karabiner für einen Schlüssel zum Anhängen drinnen. Ja. Der Wickelrucksack Wiki. So rum. Entschuldigung, Wiebke. Das war nicht böse gemeint. Ja. Tadadada. Alle Materialien. Innen ist er verstärkt mit Schaumstoff. Sind von Snapply. Ja. Dann habe ich noch weiter genäht, weil auf Instagram hat mich eine Nachricht erreicht, dass jemand gerne eine Tasche haben möchte. Dem Wunsch bin ich gerne nachgekommen und habe noch eine Tasche genäht für die liebe Brigitte. Sie muss noch leider ein bisschen auf sie warten, weil dadurch, dass die Grenzen geschlossen sind und ich aus Deutschland versende, weil das von mir aus nicht so weit ist, müssen wir halt noch ein bisschen warten, aber ist nicht so schlimm. Sie hat auch schon gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Und bevor sie viel Versand von Österreich daher, also nach Deutschland zahlt, ja, machen wir es halt so und warten. Ja, in einem sonnigen Stoff. Und innen mit einem marmorierten. Ja, alle Stoffe sind von Butinette, die habe ich dort bestellt. So, dann habe ich noch drei Taschen genäht. Und zwar habe ich beim Wichteln zu Weihnachten meinem Chef auch eine, also ich habe meinen Chef gezogen beim Wichteln, was ja jeder möchte, ne? Das erste Mal Wichteln im neuen Job und ich ziehe den Chef. Was schenkt man einem Mann für 10 Euro? Ja, also habe ich mich hingesetzt und habe eine Kulturtasche genäht und habe dann auch gleich Aufträge bekommen. Es hat lange gedauert, aber da sind noch Kulturtaschen dazugekommen, die ich genäht habe. Jetzt hatte ich endlich Zeit dazu und habe mich auch hingesetzt und genäht. Mit einem tollen Innenstoff. Das Kunstleder und verstärkt mit Flieseline. Und ja, das Einzige, ich kann nicht ohne Design-Feature nähen. Geht nicht. Ich habe das da ein bisschen knapp genäht. Habe dann aus dem Grund ein Zipper, am Zipper was befestigt, dass man doch noch gut rankommt. Aber sie gefällt, sie will sie trotzdem haben. Dann habe ich eine zweite genäht. Kaum vorstellbar, wer die sich bestellt hat. Und da habe ich innen auch mit Canvas und außen mit einem tollen Kunstleder. Ja. Und eine dritte in einem beigen Kunstleder. Jetzt muss ich mal schauen, dass die nicht so blendet. Der hat schon so Rauten eingearbeitet gehabt, also das Leder, das Kunstleder. Ja. Und der hat innen auch einen tollen Stoff bekommen. Und zwar den. Ja. Die drei Taschen sind auch noch dazu gekommen. Somit haben wir alle gut versorgt. Ja. Vier Projekte warten noch auf mich bei der Nähmaschine, aber es hat alles im Moment nicht ganz so viel Priorität, weil ich kann sie nicht verschicken, solange die Grenzen geschlossen sind. Ja, ich bin mal gespannt,
wie lange das Ganze noch anhält, wie lange wir damit noch zu kämpfen haben werden. Ich befürchte ja, dass es sich noch länger hinzieht. Und ja, das Schlimmste eigentlich für mich dabei ist, ich werde wahrscheinlich meine Hochzeit verschieben müssen. Es sind nur noch knapp 2 Monate, ein bisschen drüber. Und ja, wenn man dann keine Location hat, ist das ein bisschen blöd. Ja, jetzt schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. Wir haben jetzt gesagt, wir entscheiden nach Ostern, wie die Lage aussieht, wie sich das alles entwickelt, was wir tun. Jetzt haben wir bis Ostern natürlich noch 2 Wochen gut hin. Schauen wir mal. Drücken wir uns gegenseitig noch die Daumen, dass es bei dem Termin bleiben kann. Ansonsten haben wir für nächstes Jahr schon einen Ausweichtermin. Wir werden sehen, ob wir den, ob wir den brauchen oder ob wir doch dieses Jahr heiraten dürfen. Ja, wir können nicht, also wir können nicht einmal, selbst wenn wir wollten, im Moment standesamtlich heiraten, weil selbst die Standesämter geschlossen sind und auf den ganzen Gemeinden kein Parteienverkehr herrscht. Ja, lassen wir uns überraschen. Ja, dann gibt es noch eine traurige Nachricht. Und zwar ist Annette, alias die Sternenelfin, leider nicht mehr unter uns. Sie hat Anfang dieser Woche leider den Kampf gegen Krebs verloren. Ich habe sie leider nur ein einziges Mal persönlich kennenlernen dürfen. Auf dem Strickrekord 2018. Und sie war so eine liebe Person und ich habe ihr so fest die Daumen gedrückt. Sie war noch so voller Hoffnung, gerade Anfang des Jahres. Ja, auf jeden Fall gibt es auf Instagram, schaut doch mal beim Puppenhäcksle vorbei. Ich weiß nicht, wie die zweite gerade heißt, es tut mir leid. Dort gibt es einen Craft-Along in Gedenken an Annette und der geht bis Oktober, bis zu ihrem Geburtstag. Und ja, vielleicht macht ihr dort ja mit. Ja, ansonsten gibt es mir nicht so viel mehr zu sagen. Ich glaube, ich habe alles, bin alles losgeworden, habe alles gezeigt. Bleibt gesund, werket fleißig und wie hat Knitting Cats and Unicorns gesagt, Annika? Wir waren doch schon alle gut drauf vorbereitet, ne, mit unserer ganzen Wolle. Ja, das stimmt. Ja, meine Lieben, habt's fein, strickt fleißig und gesund bleiben. Bleibt zu Hause. Tschüss.